es gehört? Der Gustav hat unserem Mathelehrer, den Herrn Müller, einen Böller in die Mülltonne geworfen. Was ist passiert? Ja, die Mülltonne hat angefangen zu brennen. Das hat anscheinend einen Schaden gegeben. Aber er hat versucht, sich da rauszudrehen und hat gesagt, das war alles gar nicht so schlimm. Ja, aber wenn die Mülltonne brennt, da ist es doch schon schlimm, oder? Ja, aber er hat es versucht abzustreiten, aber der Lehrer hat ihn angezeigt und da müssen seine Eltern jetzt wahrscheinlich eh schon eine ganz schöne Summe zahlen. Bitte, Sebastian, dein Begriff. Mein Begriff, also es ist weniger ein Begriff, sondern eher ein Prank, also ein Streich, bei dem Rasierschaum meistens oder eben welche Lebensmittel dem anderen ins Gesicht geklatscht werden. Dankeschön.